Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia 2 Warrior Within. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich hoffe, es stört nicht oder man hört es nicht zu deutlich. Aber die Nachbarn über uns wollen hier wieder eine ziemliche Bohrmasche erledigen. Bohrmasche, hört sich auch irgendwie komisch an. Sie bohren auf jeden Fall ziemlich. So, ich habe mal nachgeschaut, wie es weitergeht. Und eigentlich hätte man diesen Weg gar nicht gehen brauchen. Ich meine, er war interessant und alles Mögliche. Aber eigentlich hätten wir beim Rabenmann hochgemusst, wo das Portal, das Zeitportal ist. Ich hoffe, da kommen wir jetzt irgendwie wieder hin. Aber wir müssen ja irgendwie wieder hinkommen. Auf jeden Fall, da müssen wir jetzt wieder hochgehen. Ah je, wie war denn das jetzt nochmal? Genau, hier war das doch. Ich glaub, hier war das ja. Viel entgegenzusetzen hat er nicht. Ja, das ganze Ding hätten wir uns sparen können. Und hätten quasi gleich dahin gehen können. Ist das der richtige Weg? Und hätten gleich dahin gehen können, Oh, verdammt, die Tür ist ja zu. Die Tür ist ja zu. Dann ist es vielleicht doch der falsche Weg. Ah, ich glaube, ja, ich glaube, der richtige Weg war in der Mitte durchgehen, oder? Da muss man hier durchgehen, der aber auch zu ist. Ach, verdammt. Wie war denn das jetzt? Wie gesagt, wir hätten uns einfach den Weg sparen können. Da kommen wir aber auch nicht mehr hoch. Aber dann hätte man dieses kleine Zwischensequenz zwischen Kalina und Shadi, glaube ich, heißt sie, gar nicht mitgekriegt. Das heißt, von daher war es eigentlich schon gut, dass wir es so gemacht haben. Die Frage ist nur, nochmal, wie kommen wir jetzt hier wieder zurück? Wenn da oben die Tür auch zu war, wie haben wir die damals aufgekriegt oder war die... Genau, die Tür ist zu, weil wir hier nichts auf, weil wir hier nicht Ding machen können mit den Dingern hier. Deswegen ist die Tür zu. Aber die Tür, warum ist die jetzt zu? Sind wir jetzt in der Sackgasse drin? Sind wir jetzt irgendwie in der Sackgasse drin? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass das hier eine Sackgasse sein soll. Ich meine, die Sequenz gab es ja extra dafür da. Ja, wir hätten uns wirklich alles einfacher machen können. Wir hätten uns wirklich alles einfacher machen können, wenn wir gleich, wenn wir gleich dahin gegangen wären, wo, gleich zum Portal gegangen wären. Dann hätten wir uns nicht mehr den Weg zurücknehmen müssen. Hallo, umdrehen. Jetzt, danke. Da brauchen wir doch auch nichts mehr. Hier? Nee. Da oben ist der Schalter. Also ich glaube, da müssen wir... Da ist es, wo wir hoch müssen. Genau, da müssen wir hoch, einen Stockwerk höher. Aber hier ist die Tür zu. Und ich sehe jetzt keinen anderen Weg, wie wir da hochkommen. Wie zum Henker kommen wir da hoch? Ich glaube, ich muss tatsächlich nochmal nachschauen.
Weil, ganz ehrlich, im Moment bin ich wieder ratlos. Ach, ganz kleiner Moment, bitte. So, da bin ich wieder. Ich habe mal nachgeschaut, wie es hier weitergeht. Und ich habe einfach nur den Weg übersehen gehabt. Wir müssen hier wieder rüberkommen. Schafft man das, da rüber zu springen? Oder müssen wir wieder runter? Ah. Ein Glück haben wir genug Sand übrig. Ja, nee. Anscheinend geht es nicht. Das wäre aber praktisch. Doch, wir könnten es vielleicht schaffen, darüber zu kommen. Weil das wäre, glaube ich, am praktischsten, wenn wir einfach. Dann könnten wir uns ein bisschen Weg. Ah, sehr gut. Es hat geklappt. Dann könnten wir uns nämlich Weg ersparen. Wir müssen nämlich nicht dahin, sondern hierher. Da sind wir ja hochgeklettert und dann müssen wir einfach hier rüberspringen. Und da haben wir eine weitere Leiter. Und die habe ich übersehen. Und da kommen wir hoch. Ich sag doch, das muss doch irgendwie gehen. So sollte man das jetzt nicht machen, wie ich das gerade gemacht habe, sondern eher so. Und dann sind nämlich wir wieder genau da. Da sind wir jetzt hier rübergegangen, wo wir die Zwischensequenz hatten. Und ja. Hier müssen wir weitergehen. Bekämpfen wir nochmal dich. Und dann geht's weiter. Ich glaube, da drüben ist eine Leiter, richtig? Ja. Er darf nicht durchkommen! Ich könnte Hilfe gebrauchen. Naja, für dich ist alle Hilfe zu spät. Und dann sind wir hier und kommen in die Gegenwart wieder. Ja, das ist schon ein bisschen verzwickt, wie man jetzt hier weiterkommt. Aber dass ich die eine Leiter nicht gesehen habe, dass ich darüber springen musste. Ich dachte, ich komme auf diesen Weg wieder rüber. Aber das war ja leider nicht der Fall gewesen. Na gut. Jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Also das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Okay, jetzt muss ich noch schauen, wie es hier weitergegangen ist. Ich muss in den Thronsaal zurückkehren. Oh. Autsch. Ich weiß. Aber ich glaube, im Moment kommt da der Haker noch nicht. Warum ist da der Haker eigentlich jetzt hinter uns her? Weil wir wahrscheinlich die Maske haben und in die Zeit zurückreisen, um wieder dieses Zeitparadoxon zu machen, oder? Denke ich jedenfalls mal, dass es so sein wird. Ich werde euch nicht den Triumph gönnen, meiner Niederlage. So. Okay. Hier sind wir jetzt wieder. Das war auch doch die große Halle, wo wir den Dahaka getroffen haben. Und ich glaube, der ist jetzt weiterhin hinter uns her. Vernichtet ihn! Flieht, solange ihr noch die Möglichkeit dazu habt, Tor! So. Thank you.
Wo ist er? Satmit. Gut. Erledigt. Ich weiß nicht mehr, wie es hier genau weiterging. Ist hier überhaupt weiter? Ja, ich hätte gesagt, hier ging's weiter. Ich hätte gesagt, hier ging's weiter. Alles klar. Wie konnte das geschehen? Ja, es ist doch teilweise ziemlich... ziemlich verzwickt, wie es hier weitergeht. Ich glaube hier, oder? Bleibst du mal hier? Da ist zu. Genau, war das nicht da, wo... wo der Dings später das Ding aufmacht, der Dahaka. Oder war das woanders, an einer anderen Stelle? Müssen wir jetzt hier runter? Ist das richtig, was ich hier mache? Oder gehe ich jetzt gerade verschiedene Wege? Das war jetzt gerade wieder runterlaufen. Weil jetzt sind wir eigentlich wieder unten. Verdammt. Ich glaube, ich bin hier total den falschen Weg gegangen. Ich bin, glaube ich, gerade wieder zurückgelaufen. Ah, Mann. Habe ich ja echt gut gemacht. Wie geht denn der Weg jetzt hier weiter? Wenn ich jetzt genau wüsste, wo ich eigentlich auch hin muss. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Ahnung mehr genau, wo ich hin muss. Also das scheint ja noch richtig zu sein, oder? Ich sehe jetzt aber auch keinen anderen Weg. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sind wir jetzt schon wieder auf dem Weg zurück? Hier geht's doch auch wieder nur runter. Ich bin tatsächlich etwas verwirrt. Da kommen wir nur wieder runter. Verdammt. Wo ist der Weg, wo wir lang müssen? Oder müssten wir irgendwie unten lang? Es kann natürlich sein, dass wir unten lang mussten. Und ich das Ganze hier umsonst hart mache. Ja, hier kommen wir nur wieder zurück. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Aber ich verstehe im Moment ehrlich gesagt wirklich nicht. Wir müssen da lang. Wir müssen da rein hier, glaube ich, oder? Da, hier, da müssen wir rein.
Hoppala, das war jetzt falsch. Okay, da müssen wir rein und da kommen wir rein über dieses Seil hier. Also, das Ganze nochmal von vorne. Ich hoffe, ich sehe es den richtigen Weg. Mann, bin ich blind, hey. Da geht's ja nicht drüber, richtig? Also da müssen wir runter. Da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen da rüber. Wie kommen wir da hin? Ohne groß zu sterben. Weil so kommen wir ja eigentlich nur hoch wieder. So, theoretisch sind wir jetzt eins zu hoch. Aber das ist zu hoch, um wieder. Moment mal, Idee. Können wir uns einfach. Nee, fallen lassen können wir uns hier aber auch nicht. Da kommt man nicht an das Ding ran. Nee, genau. Da kommt man nicht an das Ding ran. Da unten müssen wir hin. Ah. Hier kommen wir ja auch nicht weiter, richtig? Das nicht gemeint. Ich wollte eigentlich hier einfach nur runter. Und da sterben wir. Genau. Das bringt also auch nichts. Ja, und da kommen wir wieder da runter. Ich verstehe im Moment nicht, wie wir da hinkommen sollen. Oder Moment. Moment, vielleicht. So, wenn wir jetzt hierher gehen. Wenn wir hier weiter schaukeln. Nee, das geht nicht. Kommen wir auch nicht weiter. Verdammt! Ich finde den Weg nicht. Wir müssen hier an dieses Ding ran, um da rüber zu kommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und dazu müssen wir eigentlich hierher kommen. Aber wie kommen wir da hin? Damit können wir einen Wandlauf machen und dann dahin gehen. Aber von hier geht es ja auch nicht weiter. Okay, ich glaube, den Weg muss ich auch nochmal schauen. Also im Moment tue ich mich echt schwer, die Wege zu finden. Okay, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.